Wenn es darum geht, sich etwas Gutes zu tun, das die Gesundheit fördert, einem Entspannung bringt und einfach der Seele gut tut, dann ist ein Saunagang oder die Nutzung einer Infrarotkabine genau das Richtige. Doch wo bestehen die Unterschiede zwischen einer Sauna und einer Infrarotkabine? Welches System ist für mich das Bessere und was brauche ich für Voraussetzungen, um die Systeme in meinen eigenen vier Wänden aufzubauen? Der grundlegende Unterschied zwischen einer Sauna und einer Infrarotkabine liegt in der unterschiedlichen Wärmeentstehung. So wird in einer Sauna die Luft erhitzt und über diese wird die Energie des Saunaofens auf die Hautoberfläche des Menschen übertragen. Erhöht sich durch einen Aufguss die Luftfeuchtigkeit, so kann durch die Wassermoleküle mehr Energie vom Ofen auf die Person transportiert werden und diese beginnt noch mehr zu schwitzen. Bei einer Infrarotkabine funktioniert das anders. Die Infrarotwellen geben ihre Energie erst beim Auftreffen auf einen Körper ab und erwärmen so zu nur 20% die Luft und zu 80% die Person. Dabei dringen die Strahlen auch tiefer in die Haut ein und sorgen so für eine wohltuende Erwärmung, die den Körper zum Schwitzen bringt. Infrarotkabinen arbeiten dadurch in einem Temperaturbereich von 30 bis 60 Grad Celsius. So können auch Kinder und Menschen mit Herz- und Kreislaufproblemen eine Infrarotkabine meist ohne Einschränkungen nutzen. Darüber hinaus hat die Infrarotkabine den Vorteil, dass während einer Sitzung Frischluft zugeführt werden kann, ohne die Schweißbildung zu beeinträchtigen. Bei der Sauna hingegen würde eine größere Menge von Frischluft den gesamten Prozess unterbrechen, da hier heiße Luft im Temperaturbereich von 80 bis 100 Grad Celsius, die den Körper zum Schwitzen bringt, sich schnell abkühlen würde. Diese hohen Temperaturen in einer Sauna sind darüber hinaus auch eher kreislaufbelastend und können sich beim Einatmen unangenehm auf die Atemwege auswirken. Während man bei einer klassischen Sauna normalerweise 2 bis 3 Gänge mit dazwischenliegenden Pausen absolviert, hält man sich in einer Infrarotkabine nur für einen langen Gang von etwa 30 Minuten auf. Auch der Abkühlvorgang ist nicht so extrem und daher besser für Menschen, die zu Herz-Kreislauf-Problemen neigen, geeignet. Eine Infrarotkabine ist durch die in den Wänden und Sitzbereichen verbauten Strahler sehr kompakt und benötigt nur wenig Platz in Abhängigkeit der Sitz- bzw. Liegeplätze. Sie wird mit 230 Volt versorgt und verbraucht zwischen 1 bis 3,5 Kilowattstunden. Durch die kurze Aufwärmphase der Strahler von nur wenigen Sekunden bis 20 Minuten, je nach Strahlerart, ist die Infrarotkabine schnell einsatzbereit. Eine Sauna hingegen benötigt durch den Saunaofen eine minimale Aufstellfläche von 4 Quadratmetern und einen 400 Volt Starkstromanschluss. Der Energieverbrauch liegt bei 6 bis 9 Kilowattstunden je nach Ofen und die Aufheizzeit beträgt 1 bis 2 Stunden, bis die Sauna einsatzbereit ist.